Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Ja, in der Folge steht an, Särge öffnen. Das klingt komisch, ich weiß, aber das werden wir machen. Und wir haben Hunger und wir müssen trinken. Das weiß ich gar nicht. Haben wir hier was mit? Nein, wir haben Eis da und einmal Honig. Können wir Honig so auch essen? Nee, ne? Okay. Mal gucken, hier haben wir ein bisschen Eis. Ich will mal ein bisschen Eis sammeln. Ein bisschen wegen Nahrung einmal gucken. Dass wir wenigstens ein bisschen was herstellen. Ist das hier Nahrungspartikel? Ja, ne? Jupp. Eis. So, Nahrungspartikel. Da. So, zack. Haben wir noch was? Eis noch mal ein bisschen mitnehmen. In der Folge werden wir auf jeden Fall mal gucken, jetzt ein paar Särge zu öffnen. Wir müssen auf jeden Fall da auch hin, da ist irgendwas mit Fragezeichen. Da müssen wir uns noch einen Weg hinbahnen. Hauptaufgabe 200 Särge öffnen. Es ist... Ich fasse es halt nicht, dass es da oben wirklich steht, da oben rechts. So, wo haben wir denn noch? Hier haben wir noch was. Da ist noch was. Zack. Zack. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und dann würde ich sagen, dann düse ich nochmal rein in die Station. Warte mal, das baue ich auch nochmal eben schnell ab. Bisschen Elektronikteile kann man ja nicht genug von haben, ne? So, pass auf. Essen, trinken, ne? So. Diese Dramaturgie-Musik. Oh mein Gott. Werden wir es schaffen, uns zu überleben? Ich weiß es nicht. So. Dann werde ich mal eben schnell mir mal zwei Wasser einverleiben und ein Nahrungspaket und den Rest schmeiße ich jetzt einfach hier mal auf den Boden. Weil wir brauchen den Platz nämlich gerade. Schön ist die Flaschen da runterkullern, das ist super. Und hier ist das Essen. Schmeiß ich einfach mal dahin. So, der Bohrer hält ja noch aus. 4 Haltbarkeiten, dann haben wir noch einen vollen. Und wir müssen, wie gesagt, die Särge jetzt öffnen. Mal gucken, dass wir welche finden. Übertragen wir den ganzen Kram, den wir gerade nicht brauchen. Fast schon wieder voll, aber wir haben hier, Gott sei Dank, haben wir 2 Container. Gott sei Dank. Ja, dann lass mal gucken gehen, was wir mit dem Schlüssel öffnen können. Was wir vor allen Dingen dann finden, wenn wir Särge öffnen. Und meine Frage ist jetzt, müssen wir dafür dann wieder zurück oder gibt es hier auch Särge? Ich düse jetzt erstmal hier rüber. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Da sehe ich doch schon einen Sarg. Dass ich das jemals in einer Folge sagen werde, das ist unglaublich. Oh, Gummi. Da ist sogar noch ein Scanner. Lecko Funny. Auch mal mitnehmen. Veredeltes Metall. Holy shit. Was haben wir denn hier? Schönes. Alter Schwede. Warte mal. Gummi und Plastik. Ja, toll. Komm, jetzt machen wir erstmal den Sarg offen. You're doing great. You're almost there. Öffne ein paar Särge. Eins von was? Geöffneter Sarg. Was habe ich denn davon bekommen jetzt? Gar nichts? Lol. Okay. Ja, ich frage es gar nicht nach. This part belongs to the shuttle's owner or owners. It's hard to tell whether the remains belong to just one person. In any case, this won't do. We need something below the belt, if you know what I mean. Mhm. Sonst sehe ich jetzt keinen Sarg hier in der Nähe. Bin gespannt, ob diese Mission wirklich so ist, dass man wirklich so viele Särge öffnen muss und soll und kann. Das, ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß nicht, ob wir hier reinfliegen dürfen, weil die Strahlung halt uns... Ich glaube nicht, dass wir hier reinkommen. Oder? Ah, die Strahlung... Nee, wird doch nicht mehr. Aber die Sau... Das Sau... Der Sauerstoff ist wieder das große Problem.
beziehungsweise wir sind ja schon hier so ein bisschen drumherum geflogen. Waren wir da? Starr waren wir noch nicht gewesen, ne? Oder sehe ich schon wieder Aluminium? Oh, meine Augen glänzen. Aluminium, ich bin gleich bei dir. Warte einen Moment. Glaub nicht, dass wir damit rumfliegen können, weil wir müssen das reparieren und alles. Also vielleicht doch. Mal gucken. Ich tank nochmal eben auf. So. Yeah, yeah, yeah. So, meine Freunde. Sagen wir, gucken mal, dass wir das Aluminium mitnehmen. Ah, mit Leertaste fliege ich nach oben. Das finde ich jetzt erst raus. Na ja, gut. Egal. So. Das würde ich noch mitnehmen. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Da könnt ihr mich angucken für. Bohrer benötigt. Wir haben noch einen Bohrer. Gott sei Dank. So. Da wollte ich mal hin. Oder waren wir da schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube, da waren wir noch nicht gewesen. Da unten waren wir auf jeden Fall. Aber da... Mit dem Sauerstoff dürfte es reichen. Ich weiß nicht, ob wir erfrieren oder ob unser Strahlungsschutz... Da drin müssen wir auch noch gucken. Da hinten müssen wir hin. Da müssen wir auch noch... Ach du Heilige. Wie weit das noch geht. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da müssen wir noch hin. Ach du Heilige. Da wird uns noch einiges erwarten. So. Was haben wir denn hier Schönes? Hier gibt's auf... Such tubes are usually installed in the liner's service modules, where they cut down expenses on artificial gravitation. Okay, so, hier fahren wir auf jeden Fall ein paar Sachen zum Sammeln. Titan, ja, was ist das hier Schönes? Scannen, warte. Ich scanne. Neue Blaupause Rohr, wow. Okay. Oh, lass mich raten, das ist für Dings. Das ist fürs Hausbaumodul oder so, ne? Kann es sein, dass wir jetzt peu à peu, Stück für Stück alles lernen, wie man sich dann so eine Station baut? Dass man das alles abscannen muss und dann peu à peu lernt? Also da oben ist man, da würde ich jetzt gleich nochmal eben schnell hin. Da oben. Und dann mal gucken, was ist das denn hier eigentlich? Das kenne ich aber gar nicht. Sieht aus wie ein kleiner Mond. Was ist denn das? Asteroid. Warte. Nein! Kann ich den da unten hinschießen vielleicht? So ein bisschen zu uns. Ja, so ein bisschen zu uns. Frag mich, ob man Sachen bei uns reinschießen kann, so in die Dings, in die Station. Das würde mich mal interessieren. So, ich lade nochmal eben auf. Sauerstoff. Wie kriegen wir Stoff her, wenn wir es bräuchten? Hier läuft ein bisschen andere Musik, ne, oder? Kann das sein? Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, hier läuft andere Musik. Als wie in der Station, wo wir waren. So, achso, wir wollten... Ach, ich bin so doof. Ich bin so blöd, ich wollte doch einen Schaber bauen. Ja, guten Morgen. Dazu brauchen wir aber erstmal Metall. So. Ausrüstung, Werkzeuge... Ach, dreimal Metall. Ja, guten Morgen. Flexi. Sind wir auch schon wach? Dann machen wir das doch mal. Hier. Down, down, down. So, zack. Asteroid. Ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Kriegen wir dann so kleine Asteroidenstücke oder was? Gar nichts. Wow. Wow, hat sich mega gelohnt. Schön. Okay, pass auf. Ich lade nochmal eben Sauerstoff auf.
Und dann düsen wir mal nach. Wir haben ja klar eigentlich noch Sauerstoffkerzen, aber ich will es jetzt ungern verschwenden. Dann düsen wir mal hier oben hoch. Und dann könnten wir ja mal versuchen, doch nochmal zurück zur alten Station oder so, die Ecke, wo wir vorher waren. Und wir gucken gleich mal die Blaupause mit dem Rohr und alles. Komme ich da hin? Oder sterben wir da? Oh, oh, die Strahlung. Unten rechts, nicht gut. War, glaube ich, keine gute Idee, ne? Oh, oh. Corridors for staff members in the business class can cause claustrophobia, although they are extremely convenient and compact. Okay, bin schon weg. Tschüss. Oh, ho, 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 ho. Haben jetzt auch gelernt, die Strahlung ging da hoch. Müssen aufpassen. Alter, wo das noch da überall hinführt. Ach du heiliger Strohsack. Da hinten scheint auch irgendwas zu sein bei der Lava. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt geht die Strahlung wieder ein bisschen runter. Aber wir werden noch mehrere Anzüge kriegen. Das wird noch ganz interessant. Das Spiel entfaltet sich jetzt mal so langsam. Und, ja, bin sehr gespannt. Auf jeden Fall haben wir bei uns da oben, wo wir vorher waren, auf jeden Fall noch ein paar Särge zu öffnen. Ich hoffe nicht, dass wir wirklich 200 Särge öffnen müssen. Es ist halt so... Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Wir kommen da auch nicht weiter da hinten, weil die Strahlung uns nicht hinlässt. So, lass uns mal gucken. Was haben wir denn da bekommen? Wir haben eine neue Blaupause bekommen. Für was denn? Großer Beschleuniger. Gelbliches Wasser zweimal und Schwarmer. Oh, warte mal. Das haben wir in der alten. Swarma, 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 Swarma. Den großen Beschleuniger haben wir. Das brauchen wir. Wo finden wir das denn? Shuttle-Trümmer. Das brauchen wir zweimal. Okay. Achso, das sind die Modul. Kleines Wohnmodul. Korridor, Bau, was? Baukasten und zweimal Metall. Baukasten, Baukasten. Dekoration, Böden. Pia, was? 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 Bitte was? Ach du Heiliger. Ach du heiliger Strohsack. Stromgenerator. Mit etwas aus der Physik stammenden Kraft versorgt es die Station mit Strom. Sein Arbeitsprinzip basiert auf einigen physikalischen Grenzen, die es dir ermöglichen, die Ressourcen effektiv zu nutzen und in saubere Energie umzuwandeln. Ach du heiliger Strohsack. Wo soll das alles noch hinführen? Ach du heiliger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben noch gar nichts gesehen. Wir haben wirklich noch gar nichts vom Spiel gesehen, wenn ich das hier sehe alles. Ach du heiliger Strohsack. Das kann ja noch was werden. Decke, Boden, Wände. Ach du heiliger. Ja. Tja, was soll ich gesagt haben? Wir müssen mal schauen, dass wir... ein paar Särge öffnen. Die würde ich mal mitnehmen. Obwohl, die lasse ich mal hier, die große Sauerstoffkerze. Wir haben ja noch ein paar kleine. Alkali nehme ich mal mit. Falls wir auf der anderen Station mal eben stationiert sind. Drüben, bei der alten. Titan lasse ich hier. Schere lasse ich auch mal hier. Können wir immer noch bauen. Gummi lasse ich, glaube ich, auch. Hier ist jetzt auch, finden wir, glaube ich, bei uns auch noch. Haben wir genug noch. Wir haben so viele Scanner, ne? Haltbarkeit 5,5, Haltbarkeit 8, Haltbarkeit 10. Wow. Okay. Ah ja, stimmt, wir haben welche gefunden gehabt.
Okay, Bohrer 14. Wir könnten nochmal ein Dings bauen. Ein Schaber. Dazu brauchen wir aber nochmal Metall. Warte. Wo ist Metall? Da ist nochmal Metall. Was? Dreimal Metall? Ich nehme nochmal den großen Kasten hier mit. So. Ich frage mich, wofür das Reparaturwerkzeug ist. Wie baute man das denn nochmal, das Reparaturtool? Und vor allen Dingen frage ich mich, was man damit machen kann dann. Lass mal gucken. Werkzeug. Reparaturwerkzeug. Dickes Isolierband. Hatten wir das nicht? Natürlich, haben wir doch. Können wir sogar herstellen. Ja, nice. Ja, lass mal gucken. Entfernt Mutter und Schrauben. Okay, und Kinder ungehorsam mit einem guten Schlag in die Drehbewegung. So, ich packe mir das mal auf die 3. Das ist also ein Reparaturwerkzeug. Ich weiß noch nicht, wofür es ist. Okay, mit rechts können wir irgendwas reparieren. Also rechten Mausklick, keine Ahnung. Lass uns mal überraschen. Ich würde jetzt erstmal zurückreisen. So, dass wir ein paar Särge öffnen. Wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Aluminium und so. Vielleicht können wir auch die Sauerstoffstation damit reparieren. Ich weiß es nicht. Gut, was heißt reparieren, aber... Für irgendwas muss es ja gut sein. Das ist immer bei so... Bei so Open-World-Survival-Spielen so, dass man, dass jedes Tool oder jeder Gegenstand auch für irgendwas zu nutzen ist. Also werden wir das auch rausfinden. Wie gut das einfach hier war mit dem Lenkrad, wo das Lenkrad weggeflogen ist. Oder beziehungsweise, wo um uns herum halt die ganze Station einfach so weggeschossen ist. Ach, es war ein Traum. Richtig schön. Ich find's gut, dass das Spiel sich nicht ernst nimmt. So, jetzt heißt es, wir düsen wieder zurück zur alten Station und werden dort mal die ganzen Särge unsicher machen. Und schau mal, dass wir da so langsam vorankommen. Kann mich entsinnen, da waren einige gewesen, die wir hätten öffnen können, wenn wir schon den Schlüssel gehabt hätten. Und zwar dieses gute Stück hier. Den Sargöffner. Das ist eine Brechstange mit Haken dran und keine Ahnung. Naja. Bin sehr gespannt, worauf das hinausläuft. So. Schlafen können wir übrigens gar nicht in der neuen Station, ne? Also zumindest habe ich da kein Bett gesehen. Das finde ich, also da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir zum Fragezeichen kommen. Und ich weiß auch gar nicht, wo wir unsere Base bauen können dann. Weil wir brauchen ja anscheinend noch so eine Art Werkzeugkoffer. Werden wir wahrscheinlich auch noch irgendwo finden. Aber das kommt alles mit der Zeit. So. Da gibt man ein bisschen Sauerstoff her. Ich mach mal voll die Kalosche. Kann ich jetzt hier dran reparieren? Ich probier's mal. Oh. Damit zerlegt man und kriegt mehr Ressourcen raus. Ah, so. Oh. War vielleicht nicht die beste Idee, den jetzt... Okay. Damit demontiert man schneller die Sachen. Ah, so. Das ist gut zu wissen. Gut zu wissen. So. Ah, diesen neuen Schub wollten wir auch bauen, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, was wir dafür brauchten. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja so eine neue Düse bekommen, womit wir quasi schneller wahrscheinlich vorankommen auch, als wie den ersten Düsenantrieb, den wir jetzt hier haben. Den Sauerstoffballon lasse ich jetzt erstmal. Da müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie vorankommen.
Ja. So, ganz langsam. Okay. Hier ist gar keine Sau... Gar kein Sauerstoffballon mehr hier. Stimmt, hatten wir schon abgebaut gehabt? Ich bin mir gar nicht sicher. Aber da in der Mitte ist auf jeden Fall die Station. Das dürfen wir schaffen. Also mit der... Mit dem Sauerstoff, was wir dabei haben, dürfte es auf jeden Fall reichen. Öffne 200 Särge. So. Ja, schön. Schön. Ich weiß, dass hier unten einer war. Ich glaube, hier oben drin war, glaube ich, einer. Ich frage mich, wo der Opa hingeflogen ist. Ob wir den dann auch öffnen müssen, wenn wir den finden? Dann lass mal gucken, wenn wir schon einmal hier sind. So. Da ist ein Sarg. Hallo. Come on, just a little more. Do it before you realize that these mechanics just artificially prolong the gameplay. Ja, dann. Haben wir dafür jetzt irgendwas bekommen? Nee, ne? Alkohol, ja, brauche ich jetzt nicht. Hier waren auch sonst noch mehr Särge gewesen. Ah ja, da hinten, glaube ich, waren noch welche, ne? Ich fülle nochmal eben auf. Moin, Frank. Grüß dich. Hier ist nochmal Magnet. Die Magneten würde ich mitnehmen. Ah, genau, hier, das brauchen wir. Das war das ja gewesen, ne? Lass mal eben schnell gucken. Was wollten wir denn nochmal herstellen? Ich vergesse das immer auf den halben Weg. Hier, genau. Schwarmauer 2, veredeltes Metall und gelbliches Wasser. Zweimal. Gelbliches Wasser haben wir zweimal. Jetzt brauchen wir noch veredeltes Metall. Das haben wir auch irgendwo hier. Ich glaube auch zweimal, ne? Oder war es einmal? Ne, zweimal. Und jetzt brauchen wir zweimal Schwarma. Aber keine Ahnung, wo wir das herfinden. Ich glaube, hier hatten wir... Genau, hier war nur die Privatsachen, die wir gefunden hatten. Die haben wir da hingeschmissen. Achso, wir sollten mal was essen, was trinken, ne? Haben wir was bei uns? Was zu essen? Ja. Was trinken? Haben wir nicht mehr, ne? Okay. Schauen wir mal zu trinken. Wir werden ja hier bestimmt irgendwie Ressourcen finden dafür. Gehe ich von aus, dass wir hier noch was übrig haben. Da sehe ich Eis. Eis. Noch mehr Eis. Noch mehr Eis. So, dann lass mal eben schnell was zu trinken herstellen. Dieses Schwarma-Dingen da, ne? Diesen Taco, nenne ich den mal. Wo finden wir den her? Bis vor kurzem lief sie herum und nagte an der Verkabelung. Was? Warum? Ich will's gar nicht wissen. Dieses Warum ist schon zu viel zu fragen bei dem Spiel. Aber okay. Gut. Vielleicht finden wir ja irgendwo Schwarma. Während wir ein paar Särge öffnen. Lass mal gucken. Irgendwo werden wir bestimmt nochmal irgendwie sowas finden, oder? War nicht hier irgendwo so ein Taco-Dingen am rumfliegen? Da ist Bier. Ich meine, wir hatten hier mal noch einen gefunden gehabt. Den ich aber nicht mitgenommen hatte. Und ich meine, ich hätte viel mehr Särge gefunden, aber okay, anscheinend. Hui.
Macht Spaß. Aber irgendwie finde ich jetzt keine Särge mehr. Hier ist noch so eine Sauerstoffstation. Können wir gleich mal ein bisschen tanken. Verdammt, wenn du was brauchst, ne? Wenn ich guck mal gleich mal in die Enzyklopädie rein. Ding ist auch beinahe leer hier. Ah, hier war ja, glaube ich, auch Nahrung und so alles, ne? Genau, hier haben wir, glaube ich, so einen Schwarmer gefunden gehabt. Der müsste doch bestimmt auch hier irgendwo rumeiern, oder? Eis nehmen wir mit. Plastik brauchen wir jetzt gerade nicht. Batterie würde ich mitnehmen, ja. Ob wir später auch ein größeres Inventar kriegen? Ich frage für einen Freund. Schwarmama, keine Ahnung, wie du heißt. Was das ausmacht, so viel Sauerstoff zu haben, ne? Es ist unglaublich. Aber man darf es, wie gesagt, auch nicht übertreiben. Gucken wir gleich mal da unten, ob wir nochmal irgendwo einen Sarg finden. So, dann düsen wir mal. Ich hatte doch viel mehr Särge gefunden, oder? Oder bin ich jetzt... Oder vertue ich mich da gerade? Da oben, den wir geöffnet hatten? Wo finden wir noch so eine Taco-Rolle? Ah nee, hier war der nur im... Was ist das denn? Was habe ich denn da gesammelt? Tabletten für die männliche Potenz. Brauche ich dich. Also, bitte. Also, das hatten wir ja schon gescannt. Hier ging es um den Helm. Ich meine, wir hätten noch viel mehr Särge schon gefunden, oder? Und wo finden wir dieses Schwarmer-Taco-Teil? Mann, ich will es nicht essen, aber wir brauchen es. Damit wir diesen Düsenantrieb noch ein bisschen verbessern können. Diesen Daniel-Düsen... Oh, ist das denn Schönes? Ach, die Sauerstoff, die kaputte Sauerstoffstation. Genau, hier haben wir ja damals die Sauerstoffstation gefunden. Hier müssten wir, glaube ich, auch Sauerstoff bekommen, ne? Genau. Genau, hier finden wir Sauerstoff. Können da nochmal raus. Ja, genau. So, dann düsen wir mal. So ein bisschen den Überblick behalten, wo was ist. Ich dachte, wir hätten mehr gefunden von diesen Särgen. Aber okay, anscheinend war das doch nur diese eine. Was ist das denn da hinten für eine? Was ist das denn für eine Anzeige? Die kenne ich ja noch gar nicht. Die ist neu, oder? Die ist noch weiter weg. Oha. Den haben wir jetzt geöffnet, ne? Okay, geöffneter Sarg. Da ist ein Sarg. Ich sehe einen. Komm her, Sagi-Sagilein. Was? Wow, welch ein Glück, dass wir für dich geschrieben haben. Du hast nur 3 Versuche gebraucht. Bist du sicher, dass du die Lizenzversion des Spiels ohne Cheat spielst? Mein Spiel ist raubkopiert, mein Spiel ist lizenziert. Was? Errungenschaft freigeschaltet. Was? Data acquired, but its analysis will take about 3 days. Ah, nope, 3 seconds are enough. Apparently, the captain's bridge damaged the tank with mayonnaise on the port side of the liner. The mayo got pulled into the core's gravitational field, which increased its mass and decreased its activity. Bombarding the core with other similar debris may lead to a further decrease in its activity, probably. What's left to do is to find something with similar properties to mayo and not kill yourself with such experiments. Was? Schön. Sure. Oh. We need to hurry. In this regard, I will
calibrate the radiation sensors a bit. You'll be able to get much closer to the liner and we'll assume that you are not exposed to radiation at all. Erschreck mich doch nicht so! Was kommt denn da angeflogen? Oha! Okay. Alter Schwede. Speaking of Normandy, your interlocutor has already mentioned this shuttle with survivors. It would be nice to find it before you actually destroy everyone. I will mark several interesting places that I found through the Coffin Notification System. Okay, interessante Orte markieren. Okay. Navigationssystem. Alles klar. Also, das sind interessante Orte. Was da? Ja. Okay. Freunde. If you want to open more coffins, there's a chance that I'll be able to detect new, potentially useful debris, while my anti-vandal program scares you with criminal liability. Strahlung senken. 0 von 6. Was? Okay. Also müssen wir wahrscheinlich 1, 2... 1, 2... 3, 4, was ist das denn? Da ist auch noch was. Thanks to your torture, I violated not only the Breath Edge Data Protection Protocol, but also entirely by accident, I repeat, entirely by accident, cracked the data block, which I had insufficient privileges to access. From the information gathered, I can conclude that the agency coffins not only transmit information about obstacles, but also exchange strange encrypted data packets. Unfortunately, even when threatened with a drill, I wouldn't have enough power. Sie bräuchten hier etwas militärische Ausrüstung. Okay. Ja, auf jeden Fall müssen wir keine 200 Särge öffnen. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass das nicht wahr sein kann. Aber hätte ja sein können. Oh, Frank. Frank, was machst du? Was soll das werden, wenn das fertig ist? Frank ist auch ganz nervös auf die neue Folge. Ich bin's auch. Und ihr solltet es auch sein. Denn das soll es erstmal gewesen sein mit der Folge. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir übernachten in unserer alten Station. Erstmal schön... Ah! Also, Entschuldigung. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall müssen wir wieder zurückreisen. Und das wird sehr lustig. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein, wenn es wieder heißt Brief Edge. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.